Also das Wichtigste für die Zeit nach einem Schwangerschaftsabbruch ist, dass Sie möglichst gut verhüten, besser verhüten wie bisher, weil Sie ja wissen, dass Sie fruchtbar sind und auch Ihr Partner und weil Sie eben keinen Schutz haben nach dem Abbruch. Sie können innerhalb von 2 Wochen sofort wieder schwanger werden. Ansonsten ist es so, dass beim chirurgischen Abbruch die Blutungen meistens eher schwächer sind wie bei einer Regel und es nur selten zu Schmerzen kommt und meistens sind die nur kurzfristig. Da gibt es nichts, was Sie besonders berücksichtigen müssen. Beim medikamentösen Abbruch, das ist eben ein Prozess, ähnlich wie ein Spontanabgang einer Schwangerschaft. Und da kommt es dann innerhalb von ein paar Tagen zu einer stärkeren Blutung, manchmal auch zu stärkeren Schmerzen. Da können Sie und sollten Sie natürlich auch Schmerzmittel nehmen. Und dann gehen diese Blutungen zurück. Aber es gibt nichts, was Sie darüber hinaus berücksichtigen müssen. Jetzt wie zum Beispiel, Sie können ganz normal verreisen, Sie können fliegen, Sie können sämtliche Tätigkeiten durchführen, körperliche Tätigkeiten, auch Sport machen, sofern Ihnen das gut tut. Wenn Sie merken, jetzt sind Sie erschöpft, dann sollten Sie sich halt ein bisschen ausruhen. Aber es gibt jetzt nichts, keine medizinischen Empfehlungen darüber hinaus. Und Sie können selbstverständlich auch sexuelle Aktivität ab dem Moment wieder aufnehmen, ab wann Sie das möchten.